Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renkashi, da sind wir wieder. Mit Tumelräder und im jetzt das Spiel heute vorhin keinen Bock auf 60 FPS und im Sommer geht's wieder. Harry, das bin ich verwirrt manchmal. So, aber jetzt können wir endlich weitermachen. Hoffe ich doch. Und ich habe heute den ganzen verfickten Tag Handtraining gemacht. Ganzen Tag. Ich kann den Controller zwar immer noch nicht halten, ich kann ihn partout nicht festhalten. Funktioniert einfach nicht. Aber dieses Mal verzichte ich auf das Klebeband und habe direkt ein Stück Faden genommen und um die Hand gewickelt. Muss man sich mal vorstellen, ich krieg das Kackding nicht hoch. Also ich hätte gedacht, dass das vielleicht schnell gehen könnte. Na gut, ich habe gedacht, dass dem wirklich so sein kann, habe ich schon fast wieder bezweifelt. Ist doch immer eine Maus. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt bezweifelt, dass das funktionieren wird innerhalb eines Tages. Ich habe es irgendwie schon bezweifelt. Ja, komm, jetzt habe ich das Ergebnis gesehen, dass das nicht funktioniert. Große Frage ist, wie komme ich da hin? Oh, da. Ah! Scheiße, ich sehe es. I see. Nicht doof. Wann bin ich doof? Spiele da sehen aus, als ob ich drauf springen kann. Ach, bin ich bescheuert. Ach Gottchen. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie... raufkommen. Ich sehe es. Ja, aber ich muss sagen, gestern Paketband zu benutzen, um den Controller einfach an meine Hand festzukleben, dass ich wenigstens ein bisschen zocken kann. Das war eine gute Idee, aber meine Fresse, ich habe fast gedacht, ich reiß mir den Knochen mit ab, als ich das Klebeband entfernen wollte. Ich hätte fast gedacht, ich erneuere den Bruch gerade. Deswegen habe ich jetzt einfach ein Band genommen. Und es hält. Der Knoten hält. Was bist du? Was war das? Okay, keine Ahnung, was es war. Egal. Ich habe es auf jeden Fall eingesammelt. Irgendein komisches Zeichen. Was war das denn gerade für ein Leuchten? Ach! Stimmt, das ist ja, da muss ich hin. Ja, ich finde das immer noch so unfassbar. Ich mache die ganze Zeit Handtraining. Ich trainiere, versuche das Gelenk wieder Muskelmasse, ihn anzugewöhnen, die Finger wieder Muskelmasse zu kriegen. Aber dennoch... Dennoch kann ich nichts halten. Das ist wahrscheinlich normal nach seinem ersten Bruch, oder? Das ist normal. Ich habe keine Ahnung. Mich erschreckt das nur ein bisschen, weil ich kann echt nichts mehr festhalten. Zumindest mit der Hand nicht. Das erschreckt mich ein bisschen. Blockiert mich aber auch. Ich meine, wie sage ich das am besten? Ich will ja nur den Controller festhalten, ne? Oder ein Glas. Oder sonst irgendwas. Aber das kriegst du partout nicht geschissen. Bin ich.
Finde ich sehr seltsam, weil, na gut, ich hatte es auch noch nie, also. Erschreckend. Kann ich das Ding ziehen? Ah, okay, nein. Ist nichts. Okay, wie komme ich da rein? Ah, Metal. Ach, Moment. Moment, was war das die ganze Zeit das Problem mit dem Glas, ne? Ach, Kashi. Meine Dämlichkeit ist verblüffend, aber... Manchmal ist es doch doof. Aber wisst ihr, ich bin glücklich. Gut, ich bin jetzt in Erfahrung reicher, aber ich bin glücklich. Ich kann endlich wieder zocken. Das ist so wunderbar. Nein, wirklich, ist das wunderbar. Ich kann endlich wieder richtig spielen. Aber da war da gerade nicht im Weg. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadla. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Aus dem Weg, oder ich töte Sie. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen, aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass Sie mich nicht dafür töten würden. Doch, tust du? Tu es! Das ist einfach nicht Ihr Stil. Tu es! Ich fürchte, da irren Sie sich. Nee, die Ausrede von wegen, ich fühle mich jetzt komplett schmutzig, weil ich jemanden getötet habe, lasse ich jetzt hier nicht gelten. Nee. Du hast schon vorher die ganze Zeit getötet. Du kannst dich nicht mehr schmutzig fühlen. Nee. Das lasse ich jetzt nicht gelten. Ernst? Nein, Frau Croft, Sie fühlen sich hier nicht schuldig und das lässt sich nicht mehr bewegen, lol. Du hast was Gutes getan. Er war eine Nervensäge und hat für die falsche Seite gearbeitet. Das war gut. Außerdem war er ein nerviger Nebencharakter und den brauchen wir nicht. Also Randa. Die Reifen bewegen sich. Ja, moin. Ja, war mir eins. Man muss sich jetzt hier nicht schuldig fühlen. Du bist schon die ganze Zeit am Töten. Ah, dass sich die Reifen nicht mehr bewegt haben.
Ach du Scheiße. Sah ja schon hinterm Holz schlimm aus, aber das? Alter, wer hätte sich das ausgedacht? Und scheiße, die Schnur löst sich. Das ist... So, wartet mal kurz, ich muss mir den Knoten neu machen. Mit einer Hand Knoten, over 9000. Aber anders geht's ja leider nicht, weil ich den Controller nicht festhalten kann. Ups! War nicht meine Schuld, das war der Heilige Geist. Ups! Oh, scheiße. Doch wenigstens den Daumen wieder Terminator. Da haben wir beide was von, Schätzchen. Ach nein. Ah, fast. Ja, aber wirklich, ne? Auch scheiße. Spring doch, oder heb wenigstens den Daumen. Aber im Ernst, das nervt mich gerade, dass ich den Controller nicht festhalten kann mit der einen Hand. Gerutscht. Die Pranke die ganze Zeit weg. Und sich die ganze Zeit am Thumbstick festzuhalten, ist auch doof. Ups. Weg. Ich krieg ja nicht mal die Finger richtig drum umschlossen. Das nervt mich. Das stört mich die ganze Zeit, aber ich möchte weitermachen. Halt dich. Das nervt mich mal wie die Hölle und upsala. Ich glaube, da fehlt was. Ja, es nervt zwar wie die Hölle, dass ich die Pranke nicht um den Controller kriege, sondern sie nicht halten kann. Was muss man noch tun? Spring! Spring! Nicht springen! Fast hätte ich gedacht, springen. Das wäre jetzt doof gewesen. Wait a minute. Wait a minute. Wäre ich da einfach hingekommen? Nein. Fall nicht runter. Nein. Wem wär's gewesen? Okay. Von da könnte ich dann auf den kleinen Pfosten springen. Okay, aber wie? Vielleicht so? Kaliber 50. Mein Herz, ich hab dich wieder. Na, nicht fallen. Okay, auf denselben Weg komme ich anscheinend nicht zurück. Okay. Interessant. Hier, brauche ich einen Plan. Sieht wirklich nicht so aus, als ob ich auf demselben Weg wieder zurückkomme. Okay. Aber wisst ihr, was mich letztens wieder ins Gedächtnis gerufen hat? Dancing with Demons. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich meine, ich und meine Englischkenntnisse, ne? Hier, von wegen dem Remake. Oh, du kommst doch wieder zurück. Es kommt ja tatsächlich bald hier das Remake raus, ne? Also... Ich bin eigentlich schon verdammt gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Also wenn es hoffentlich nicht arschteuer ist und ich ewig dafür sparen muss. Hoffentlich nicht. Ich sage, das machen wir, ne? Ich glaube, das wird nichts, wenn ich darüber springe. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Na, das wurde wenigstens nichts. Eis.
Übrigens, ich finde deine Videos super, muss ich mal noch anmerken. Von der guten Dame. Ich finde die Videos echt klasse. Kann man noch mal reingucken. Echt guter Stuff. Vor allem, wenn man sich für gewisse Thematiken interessiert und sich auch mal einfach mal denkt, so, ja. Na, diese kleinen Themen, die sind. Toll. Ich kann es kaum beschreiben, aber einfach klasse. Und ja, ich gucke mir tatsächlich von jedem, der mich abonniert, mal den Kanal an. Ist immer wieder interessant. Ich muss da jetzt rauf, ne? Kannst du doch auf, oder? Ja. Finde ich super. Ah, okay, hier sehe ich ein Problem. Entweder springe ich falsch oder... ich weiß nicht. Ja, Remake. Genau. Was war das? Keine Ahnung, was das war, aber das nutzen wir jetzt einfach, um hier rüber zu kommen. Ich glaube, das war eigentlich gar nicht beabsichtigt von mir, so zu springen. Das war jetzt wirklich nicht meine Absicht. Was mich jetzt aber auf die Frage bringt, wie komme ich zur verfickenden wieder nochmal zurück? Halt dich. Oh, das hat geklappt. Oh, super. Danke, Spiel. Danke. Und danke, Lara. Da war ich jetzt schon. Genau, Remake. Meine Fresse. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Also ich bin ja mal bei diesen Trailern immer so zwiegespalten. Also, du weißt, die Trailer sind extra dafür gemacht, um gut auszusehen. Aber tatsächlich, es weckt mein Interesse. Ich muss das wirklich mal sagen, also wenn ich mir so das veröffentlichte Pressematerial mittlerweile schon ansehe, das ganze Footage, Trailer, es weckt wirklich mein Interesse. Sieht eigentlich scheiße aus. Manche Leute würden jetzt sagen, so, ja, Remake, schon wieder. Also, ich kann die eine Seite verstehen, die mittlerweile die Schnauze voll hat von Remakes, aber... Sind wir mal ehrlich, wann kriegen wir mal vernünftige Neuauflagen? Ja, es fühlt sich wie ein Cash Grab an, ich kann's verstehen. Aber im Ernst, wann kriegen wir einfach vernünftige Neuauflagen von unseren Lieblingsfiguren und Helden? Manche Firmen haben auch einfach größtenteils keinen Bock dazu. Daher freut mich das umso mehr. Oh, wer ist das denn? Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich will, dass du schreist. Wenn sie nicht so enden wollen wie Larsen, gehen sie aus dem Weg. Das Gefühl ist gut, was? Es wird noch besser. Man kann es nicht erklären. Die Leute müssen es fühlen. Scheiße, ernst. Mädchen, du musst echt verrückt sein. Nein, ich hab verkackt. Du warst gut, aber nicht gut genug für mich. Wow. Ich dachte gerade kurz, ich muss die beiden persönlich erschießen. Jetzt bist du nicht mehr so tough, was? Sie gehört mir. Wirklich?
Ich habe Fragen. Viele. Schießt die Gute einfach mit Platzpatronen oder was war das jetzt gerade? Zwei Mini-MPs. Wow. Also, dass die beiden sich bekriegen, gut, das kann ich jetzt teilweise verstehen, weil kranker Psychopath gegen Lappen. Ne, kranker Psychopath gegen Lappen. Das war jetzt verständlich, aber... Das war jetzt... Oh mein Gott, ihr habt nicht wirklich diese Technik eingebaut, oder? Dass die Beine sich den Untergrund anpassen. Oh mein Gott, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was für ein Detail in der Programmierkunst. Geil. Nochmal. Geil. Das will ich gerne in vielen Spielen sehen. Einige Entwickler machen das überhaupt nicht. Jetzt bin ich begeistert. Danke. So war ich stehen geblieben, aber... Was war das gerade für ein Typ? War das ein Schwamm? Womit schießt Lara denn bitte? Ich meine, ja, komm, kranker Psychopath, der möchte unbedingt töten, 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 ja. Kapiert, aber... Bitte was? Im Ernst, bitte was? Und warum durfte ich jetzt die beiden nicht erschießen? Ich meine, der eine hätte ruhig mit seinem Messer hinter mich herrennen können. Ich hätte ihn ein bisschen abgewiegelt, von wegen, ja, Tschüssikowskill und tschüss, ne? Und da wird's warm. Ja, dass man so versteht. Und den anderen hätte ich dann eben halt... Hätte das so machen können, dass er mal ab und zu schießt, halt wie ein Stormtrooper Kacke schießt. Und das wird warm. Ne, aber, dass Lara dann wenigstens noch die Chance hat, ihn zu töten. Wait a minute. Ihr seht komisch aus. Hier sahen ja einige Zeichen drauf und einige nicht. Warum haben einige Sockets und andere wiederum nicht? Das ist... Ja, da liegt was. Nein. Irgendeinen tieferen Zweck haben die wohl. Ist irgendwo ein Schalter? Nein. Nö, sieht. Oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, da ist was. Aha. Warte, 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 warte. Nee, 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 nee. So wird das nichts. Warte. Genau so. Aber kein Geräusch von wegen, du hast ein Secret gefunden oder so. Hm. Okay. Loop. Ich nehme mich mal mit. Ich merke gerade, dieser scheiß Knoten löst sich schon wieder von meinem Toucher-Händchen. Egal. Soll auch nicht ewig halten. Soll nur so lange halten, bis ich wieder die Kraft habe. Diesen mindestens 2 Tonnen wiegenden Controller wieder festzuhalten. Mit aus eigener Kraft. Im Ernst, das Ding wiegt mindestens 2 Tonnen. So fühlt sich das an. Und dabei untertreibe ich gerade. Hm. Ja, aber wirklich, das fühlt sich an, als ob der Controller 2 Tonnen wäre schwer. Das ist voll unangenehm. Das ist so ziemlich unangenehm. Na gut, und wenn man es mal so sieht, wer hätte gedacht, dass der menschliche Körper Dinge, die er nicht aktiv braucht, abbaut und einfach
nicht daran gewöhnt? Jetzt zum Beispiel jetzt nicht gedacht. Das hätte ich mir auch nie vorstellen können. Aber, okay. Komme ich denn da hoch? Oh. Das gilt es jetzt herauszufinden. War das meine Kiste? Nein. Oh, hier sind zwei Kisten. Eine Sache, die ich schön finde, dass die Leichen nicht einfach verschwinden. Ich meine, normale Gegner verschwinden, ja gut, aber... halt die, die zum Plot gehören, bleiben da. Finde ich ein bisschen lustig. Muss ich sowas wie Lava umleiten? Ah, okay, wir sind höher. Was muss ich tun? Sehe den roten Faden noch nicht. Da oben scheint ein Eingang zu sein. Okay. Nee, ich sehe noch nicht den Zusammenhang. Der eigentlich easy peasy sein sollte. Noch blicke ich es nicht. Das war gerade doof. Können wir einen Test machen? Kann ich? Okay, soweit bist du erst gar nicht gesprungen. Ich wollte gucken, ob du an der Kante da hängen bleibst und nicht weiterspringen kann. Aber sie hat jetzt gerade nicht ihr volles Sprungpotenzial ausgeschöpft. Oh. Das war jetzt irgendwie so ein Hamstersprung. Aber diese Linien, das sieht so aus, als ob da was durchlaufen sollte oder irgendwas. Das sieht komisch aus. Halt dich mal fest, vielleicht ist ja ein Schalter drin. Gut, hier ist zumindest keiner. Aha, ha, ha, ha. Wusste ich's doch, dass das zu irgendwas gut ist. Oh Gott, fall nicht um. Aha. Oh nein, 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 bitte nicht. Dafür sind die da. Mhm. Meine Fresse. Auch wenn die Frage langsam komisch wird, aber. War das nochmal genau auch so? Yikes! Yikes! Die haben eine Aktivierungssequenz, okay, okay. Aber jetzt mal im Ernst, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das auch so in der, damals auf der PlayStation 1 umgesetzt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht vorstellen kann, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Lara, das wird wehtun. Oh Gott. Kleine Verrückte, du, ne? Du wärst jetzt fast daneben gesprungen. Oder du backst einfach in der Umgebung fest. Ah. Herrlich. Okay, nochmal. Halt dich bitte, halt dich. Halt dich. Ich werde dich reich beschenken, wie ist nochmal?
War nicht Moses, nein, wie ist er nochmal? Ach, wie Gott halt Abraham, ne? War doch so, ne? Ja, da sieht man wieder Kashi und Bibel, ne? Zwei Gegensätze, die sich nie anziehen werden. Okay, Lara, komm. Da lang. Da hast du den Sprung etwas verkackt, mein Mädel. Aber ich habe alle Symbole aktivieren können. Wäre das zu weit gewesen? Ich weiß ja nicht. Hätte vielleicht zu weit sein können, dass ich jetzt da nicht mehr rankomme. Ich glaube, das habe ich verkackt. Ja, das hast du wahrscheinlich verkackt. Aber ich gucke eigentlich schon gar nicht mal auf meinen Teppichschlepp, ne? Wie haben wir denn schon? 31. Es ist genau vorm und ich gucke da mittlerweile kaum noch drauf, weil ich so gespannt hier bin. Ich hab sogar mein Anzeigen nicht mal mehr auf. Ja, aber heute, ne? Heute läuft's einfach. Heute läuft's einfach. Ich meine, mein Handtraining habe ich ohne großartige Schmerzen hinbekommen. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Ah, Lara, warum? Du hast es verkackt, wirklich, ne? Ah. Ah, ich sehe schon, du hast es verkackt. Komm uns umbringen! In der Regel ja, ne? In der Regel könnte ich jetzt einfach in die Lava springen und das nochmal probieren, weil ich sehe da keinen Weg gerade. Ja. Ich sehe da echt keinerlei Weg mehr. Auf der einen Seite ist die Entfernung zu groß und auf der anderen Seite hätte ich sofort weiterspringen müssen. Also kannst du eigentlich rein. Kannst du nicht mal. Kannst dich nicht selbst umbringen, indem du in die Lava springst. Super. Ja komm, ich zeige euch das mal. Ihr seht, da wo leuchtet jetzt das leuchtende Ding raus, also das Lichtstrahl ist. Kommst du anders nicht mehr rüber? Ich hätte sofort springen sollen. Vielleicht klappt das halt, dass ich so zurückgesetzt werde, dass genau so will ich das haben. Dafür behalte ich, ne? So will ich das, genau so, nicht anders. Aber es sind erst 33 Minuten draufgeschissen. Kann man das so sagen? Draufgeschissen? Ich probiere das jetzt nochmal mit einem saftigen Sprung darüber. Jetzt, wie ich weiß, wie die Mechanik hier funktioniert bei diesem Rätsel. Und ich mir immer noch nicht vorstellen können, dass das exakt so in der PlayStation 1 Version war. Ach, ich krieg den. Ich kann den Daumen noch nicht wirklich bewegen. Nicht so gut. Ich merke das schon, dass er nach links und rechts immer so ein bisschen schwierig ist, weil ich das einfach nicht gut bewegen kann. Da seht ihr den Höhenunterschied. Wenn ich jetzt daran drüber springe. Was? Das hätte funktionieren sollen.
Moment. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Hätte funktionieren sollen. Oder habe ich jetzt falsch geschätzt? Habe ich jetzt wirklich falsch geschätzt von der Höhe her? Das wäre jetzt interessant. Aber die Leute, die das Spiel auswendig kennen, müssen es jetzt besser wissen. Von wegen, nein, Kashi, das hättest du jetzt nicht tun müssen. Hättest dich nicht umbringen müssen. Das hättest du schaffen können. Du Vollidiot, hast dich einfach nur verschätzt. Wollen wir wetten, dass irgendeiner von euch das gerade sagt? Oh, scheiße. Ah, kacke. Hab ich mich jetzt wirklich, wirklich, wirklich verschätzt? Kann ich eigentlich kaum glauben. Aber wenn dem so ist, okay. Das ist meine Schuld, mein Fehler. Man muss auch mal Fehler zugeben können. Ja, halt dich bitte. Super Sprung. Nee, aber das passt hier nicht. Halt dich. Bitte halt dich wieder. Halt dich einfach. Nee, da komme ich da so einfach nicht hoch. Das ist jetzt... Oh. Komisch. Wie komme ich da hoch? Bitte halt dich. No way. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung, aber das müssen wir dann morgen herausfinden. Ich nehme mir schon die ganze Zeit das Blut ab, weil ich meine Hand an den Controller gebunden habe. Weil ich ihn nicht halten kann. Also machen wir morgen weiter. Ich brauche ein bisschen Blut. Und ja, wünsche mir Glück, dass das Handtraining besser wird. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Akashi, hauen Sie rein. Lasst mir ein schönes da. Freut mich, wenn ich wieder von euch lese. Ihr seid die Besten. Kuss auf Nuss. Und bis morgen. Tschüss.